verstehe nicht, warum er das damit reinnimmt. Also man kann doch nicht so dämlich sein. Also man kann doch nicht so dämlich sein und das vor allem mit Rezo machen. Warum sucht man sich Rezo aus? Da sucht man sich nicht einen Trottel wie Upper Red aus. Der kann sich eh nicht wehren, der ist geistig unbewaffnet. Aber mit Rezo so eine Sachen zu machen. Hallo YouTube, Traumfrau Sascha schießt gegen Funk. Und wenn gegen Funk geschossen wird, da sind die toxischsten aller Männer. Die Spartiaten doch nicht weit weg, ne? Das geht ja so nicht hier, ne? Diese Zwangsgelder hier, Mann, um mal ein bisschen Rechtsprech zu leisten. Ganz, ganz wichtig. So, Funksfehler ist Steuerung F noch zu retten. Ich sage nein und wir starten rein. Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my life. Offiziell Sonntag 18 Uhr, okay? Sonntag 18 Uhr, ein neues Video mit eurem Girl. Sascha! Im Herzen wisst ihr, dass ich immer pünktlich bin. Und deswegen starten wir auch direkt ins Video rein. Denn diese Woche war einiges los. Auf YouTube gab es, ich habe so viele Gemeinsamkeiten mit ihr. Ich lade auch immer zu spät hoch. Wir sind füreinander geschaffen. Es ist einfach so. Was soll ich denn noch sagen? Sag mal, siehst du diese Zeichen nicht, Sascha? Siehst du sie nicht? Beerdigung. Denn diese Woche, beziehungsweise schon letzte Woche, gab es ein großes Drama auf YouTube, so kann man das eigentlich nennen. Aus meiner Sicht hat Steuerung F mit verschiedenen Aktionen, die wir in diesem Video sehen werden, dem Vertrauen von einigen Menschen in die öffentlich-rechtlichen Medien geschadet. Und ich habe nicht mal alle, sondern nur die relevantesten Punkte in dieses Video aufgenommen. Deswegen, schnallt euch an. Let's go. Hierbei hat er auf ihre Fehler hingewiesen, warum es nicht in Ordnung war, wie sie ihn dargestellt haben. Und aufgezeigt, dass hinter den Kulissen von Steuerung F einiges schiefgelaufen ist. Aber mir persönlich geht es in diesem Video nicht darum, nochmal zu wiederholen, was Rezo gesagt hat oder was die einzelnen Punkte waren. Sondern mir geht es darum, das Ganze im Allgemeinen zu betrachten. Beispielsweise, warum denn erst auf Kritik reagiert wird, wenn sich größere YouTuber dahinter stellen und das Ganze in einem Video aufarbeiten. Welchen Punkt ich auch gerne ansprechen würde, ist, wie denn die eigentliche Kritik verloren geht. Denn hinter die... Na, wen juckt denn das Fußvolk auch? Ja? Ja, dazu muss man sagen, als Steuerung F kann man natürlich nicht auf jede Kleinigkeit eingehen. Und wenn dann beispielsweise so ein großer YouTuber ein Video macht, dann schlägt das natürlich auf Wellen und da müssen sie dann drauf eingehen. Da werden sie gezwungen. Also hat wahrscheinlich zweierlei Gründe. Ich glaube jetzt nicht zwangsläufig, dass sie damit dass sie das extra tun auch, ne? Na klar, könnten sie sich auch öfters, es kommt darauf an, welche Kritik es ist, ne? Da stimme ich Saschkalein schon zu, ne? Aber grundsätzlich, natürlich ist es wahrscheinlicher, dass man darauf reagiert, wenn wer Großes mit Reichweite was sagt, als wenn irgendwie ein paar Pups in den Kommentaren mal wieder einen schlechten Tag hatten oder so, ne? Also, das kann ich schon verstehen, aber klar, wenn sich das dann so häuft, dann muss man natürlich auch da mal drauf eingehen, das ist klar. Gebe ich ihr recht. Diesen ganzen Statements schlechter Aufarbeitung stand ja eine Firma im Vordergrund, die kritisiert wurde. Oh. 5 Videos pro Woche am besten produzieren, immer mit den Produkten. 1200 Videos für die Company, völlig umsonst. Banger. Wie ehrlich sind die Versprechen von More Nutrition? Und der Kritikpunkt ist eben komplett untergegangen, nur weil man nicht sauber arbeiten wollte. Und was meiner Meinung nach ein sehr interessanter Punkt ist, ist zu überlegen, wie kann sich Steuerung F aus dieser Misere noch retten? Haben sie überhaupt eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen? Und was sagt eigentlich Funk dazu? Und wie ernst kann man das Ganze nehmen, wenn schon vorher gesagt wurde, dass die Vorwürfe ernst genommen werden? Denn nach diesem Desaster stehen eigentlich alle Videos unter Generalverdacht. Das alles heute live am Sonntag um 18 Uhr mit eurem Girl Sascha. Aber um zu verstehen, was passiert ist, ist es natürlich notwendig, nochmal alles runterzubrechen. Keine Sorge, ich versuche es kurz zu machen. Steuerung F und das ZDF Magazin Royal haben eine gemeinsame Recherche zu More Nutrition gemacht. Aha. Eine Firma, die mit vielen Influencern zusammenarbeitet, welche auch oft in der Kritik stand und das auch beide Parteien hier kritisiert haben, nämlich die Werbemaßnahmen, die seitens der Firma getroffen werden durch Influencer. Auch haben sie einige Vorwürfe in den Raum gestellt gegenüber der Firma und Steuerung F hat hier ein deutlich längeres Video hochgeladen. Sie haben auch viel, viel mehr Aspekte reingebracht. Unter anderem haben sie mit Betroffenen geredet, hinterfragt, wie vorteilhaft diese Produkte beispielsweise für Menschen mit einer Essstörung sind. Sie haben auch mit einem Experten geredet. Sie haben in Frage gestellt, wie gefährlich die Erhitzung von Sucralose ist, also dem Stoff, der in den meisten Produkten von More Nutrition erhalten ist. Bei More Nutrition haben wir dazu keinen Warnhinweis gefunden. Auf Nachfrage schreibt man uns, das BfR würde hier nicht die vollständige Datenlage berücksichtigen. Sie verweisen uns auf andere Studien, die behaupten, erhitzte Sucralose sei ungefährlich. Dabei haben sie unter anderem auch Rezo thematisiert.
Also thematisiert ist eigentlich zu hoch gegriffen. Sie haben ihn erwähnt und auch angefragt für eine Stellungnahme. Dabei haben sie aber einige Fehlinformationen verbreitet, die Rezo in diesem Video aufgearbeitet hat. Dabei hat er aufgearbeitet, dass ihm zu wenig Zeit gelassen wurde für doch sehr, sehr spezifische Fragen, wo man sich hätte länger einlesen müssen. Außerdem zeigt er auf, dass das Video allgemein nicht sonderlich gut aufgearbeitet war. Es war relativ einseitig. Unter anderem wurden aber auch Fehlinformationen in Bezug auf Rezo verbreitet, nämlich wurde gesagt, dass er sich von der Marke nach all den Vorwürfen nicht trennen würde, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt wussten, dass er nicht mehr mit der Marke zusammenarbeitet. Und zusätzlich... Echt dreist. Das ist sehr dreist. Ich habe die Thematik jetzt nicht zu 100% mitbekommen. Ich bin auch dabei, das aufzuarbeiten. Also beziehungsweise ich muss mir noch die ganzen Videos angucken zu dem Thema. Aber ich mache auf jeden Fall auch ein Video darunter, weil ich schon ein paar sehr gute Ideen habe und schon ein bisschen was mitbekommen habe, was sehr viel Potenzial bietet tatsächlich. Und deshalb kann es gut sein, dass wir uns da jetzt die nächsten Tage zusammen mal reinarbeiten und uns mit der Thematik mal ein bisschen auseinandersetzen. Habt ihr wahrscheinlich schon, ne? Wer hat sich schon mit der Thematik schon sehr auseinandergesetzt? 1. Wer ist schon Experte? 3. Und wer hat noch gar nichts dazu gehört? 3. Letztlich dazu habe ich Ihnen sogar gesagt, dass ich einen Aufhebungsvertrag gemacht habe. Ich bin sogar gerade dabei, Aufhebungsvertrag zu machen. Der Aufhebungsvertrag war sehr gut. Das heißt, wir haben Leute, die sich schon damit beschäftigt haben und wir haben Leute, die sich noch gar nicht beschäftigt haben. Wir haben aber hier noch keine Experten, ja? Und zu Experten werden wir hier in den nächsten Tagen werden, ne? Damit wir hier Rezo mal unter die Arme greifen, ne? Der hat es ja nötig hier, der blaue Mann. Da noch nicht wusste, dass ich vor meinem Kontakt mit Steuerung F schon längst von allen Seiten gesigned. Also das war durch. Und der hat eben zur Folge, dass mein aktueller Vertrag bald endet. Und was macht Steuerung F aus diesen ganzen Informationen? Am Ende bleibt, Rezo trennt sich nicht von Moore. Hä? Hat meine Antwort dann nicht ins festgelegte Narrativ gepasst? Als Antwort darauf veröffentlichte Steuerung F. Das ist das Problem. Man hat halt immer das Gefühl, diese Öffentlich-Rechtlichen, die gehen halt mit dem Narrativ da rein und probieren dann auch wirklich nur Argumente, das ist ja das beste Beispiel auch bei Kollektiv, die probieren dann auch wirklich nur Argumente zu finden, die dazu passen und alles andere wird ausgeblendet oder es wird so umgeframed, dass es dann wieder irgendwie ins Narrativ passt. Es ist halt... So, mittlerweile ist das schon öfters mal zu beobachten gewesen. Das ist ja nicht das erste Mal. Aber klar, wenn Rezo sich dann dazu äußert, der soziale blaue Hund, der Kollege Schnürschuh, der Vertrauenswürdige, dann wird dem natürlich wieder, also noch mehr Vertrauen geschenkt, logischerweise, ne? Weil, wie gesagt, Rezo hat natürlich eine Reputation. Und wenn der dann sagt, das ist so, dann sagen alle, ja, das ist so, ne? Und er hat ja damit auch recht, ne? Er hat ja damit einen gewissen Punkt, ne? Klar machen die das wahrscheinlich nicht in jeder Doku, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schon öfters mal vorkam, ne? Sie haben sich halt nur mit den Falschen angelegt, ne? Don't fuck with fucking Rezo. F ein Statement-Video, was leider nicht gut war. Sie haben neue Ausreden gefunden und teilweise weitere Lügen verbreitet, beispielsweise in Bezug zu der Kontaktaufnahme von Rezo. Und all das hat Rezo nochmal in einem Video aufgearbeitet und dabei aufgedeckt, dass sie teilweise einfach gelogen haben. Unter anderem, das ist ein Punkt, der mich einfach am meisten schockiert hat, war, dass Rezo eben keine Zeit hatte, die Fragen zu beantworten, weil er zu dem Zeitpunkt zur Therapie musste. Sein Gegenüber hat ihm vorgeworfen, dass er das nur als Ausrede nutzen würde. Oh, ist das unangenehm. Sebastian, ich finde es ehrlich gesagt etwas unprofessionell, dass du mir eben unterstellt hast, ich hätte Spielchen gespielt und die Frist von euch absichtlich nicht eingehalten. Das musst du dir mal reinziehen. Die bekommen eine Frist von 3 Stunden. Nee, also es waren nicht 3 Stunden, Quatsch, aber von ein paar Stunden für so eine lange PDF. Und der Typ, dieser Mann ist beschäftigt, das muss man sich mal reinziehen. Das ist halt so, der Termin stand lange fest. Wenn du denkst, ich würde dich anlügen, dann denkst du das halt. Das kann ich nicht ändern, aber ich finde es super schade, dass ich mir eine halbe Stunde Zeit nehme, mit dir zu telefonieren, die Antworten auf deine Fragen gebe und du am Ende plötzlich sagst, dass es jetzt doch keine Zeit mehr wäre und dir das jetzt doch nicht mit den Antworten am Telefon zu passen würde. Ist das unangenehm, ey, unfassbar. Eben den Fragen auszuweichen. Im Telefonat mit Steuerung F wurde mir nämlich gesagt, ich hätte gelogen und dass ich das mit der Therapie nur als Ausrede benutzen würde und Fristen extra nicht einhalten würde, um Spielchen zu spielen. Das war auch der Augenblick, wo das Telefonat dann beendet wurde. Und dass mir sowas unterstellt wird, fand ich so schockierend unprofessionell, dass ich es auch per SMS danach angesprochen habe. Alle Videos, sowohl von Steuerung F als auch von Rezo, habe ich euch natürlich in der Infobox verlinkt, damit ihr es euch anschauen könnt. Ist halt alles Blockbuster, also einen ganzen Abend könnt ihr damit auf jeden Fall verbringen. Das Interessante ist, dass Rezos Video rund
2 Millionen Menschen erreicht hat. Und natürlich auch Funk, die sich auch dazu in den letzten Tagen geäußert haben. Und neben einer Rechtfertigung bzw. Erklärung für einen Fehler ebenfalls sagten, dass sie die Winterpause von Steuerung F dazu nutzen würden, um alles aufzuarbeiten, was intern denn schiefgelaufen ist, ob eben Fehler vorliegen und dass sie zeitnah diese Ergebnisse veröffentlichen möchten, wenn welche vorliegen. Doch die Frage ist, wie geht es weiter? Einige fordern, dass der Kanal dicht gemacht wird, weil sie eben ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Ah, okay. Das ist auch wieder sehr hart. Haben. Das ist auch unter anderem der Titel von... Hängen ja Existenzen dran und werden wahrscheinlich... Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dort bei Steuerung F alles nur Flaschen arbeiten. Das ist sehr unwahrscheinlich. Würde ich wahrscheinlich in Frage stellen. Ne? Wahrscheinlich würde es da auch wie in jedem Unternehmen bessere Leute geben und welche, die halt weniger gut sind wahrscheinlich. Ne? Jetzt den kompletten Laden platt zu machen, weiß ich nicht. Dann hat man ja auch keinen mehr, über den man sich lustig machen kann. Das finde ich auch doof. Von Rezo. Das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte, denn es ist eben nicht das erste Mal, dass das bei Steuerung F passiert ist. Es ist nicht das erste Mal, dass es bei Funk passiert ist. Es gibt bereits diverse Reportagen und Dokus, nicht nur von Steuerung F, aber auch von Funkkanälen, wie beispielsweise das Y-Kollektiv, die kritisiert wurden. Beispielsweise die Alkohol-Doku, die relativ... Das Thumbnail schon sehe, kriege ich schon. Veteranen-Flashbacks, Alter. ...harmlosen Alkoholismus dargestellt hat. Die Antifeminismus Doku, die Aussagen der Protagonisten teilweise aus dem Zusammenhang gerissen hat. Ein weniger populäres Beispiel ist der Beitrag über E-Autos. Kann uns das Elektroauto noch retten? Ja, das ist die Ausgangsfrage einer Steuerung F-Doku über die Rolle von E-Autos für den Klimaschutz. Niemand Seriöses behauptet ernsthaft, dass E-Autos das Klima retten. Es geht einfach darum, dass sie besser fürs Klima sind als Verbrenner. Aber das ist noch nicht mal im Entferntesten die größte Unstimmigkeit in dieser Doku. Hier fand aber nachweislich eine einseitige Berichterstattung statt und das Ganze wurde nicht durch das Format oder Funk oder eben die Journalisten aufgearbeitet, sondern durch einen anderen YouTuber. Denn dieses Bild über die durch E-Auto ausgelösten Umweltkatastrophen ist, und das kann ich gut begründen, ziemlich einseitig dargestellt. Und das Ganze erst fast ein Jahr später. Zwar kommentierte er unter dem Video und sagte, hey, hier gibt es einige Unstimmigkeiten und so wie ihr das darstellt, stimmt es auch nicht. Doch leider kam keine Korrektur, weder in der Infobox noch in einem Kommentar oder in einem neuen Video, wahrscheinlich weil es einfach zu lange her war oder wahrscheinlich weil es für sie nicht relevant genug war. Weil die Reportage ist natürlich noch online. Ich verstehe generell nicht, warum sich die Leute immer so schwer haben, Fehler einzusehen. Es ist ja bei Privatpersonen, die so in der Öffentlichkeit stehen, habe ich das Gefühl schon oftmals so, dass die Leute es nicht hinkriegen, sich hinzustellen und zu sagen, ja, yo, da habe ich einen Fehler gemacht. Als wäre das ein Weltuntergang. Ne? Also wenn ich einsehe, dass ich einen Fehler gemacht habe, gut, ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich mache halt keine Fehler, aber wenn du, ne, dann sag doch einfach, dass du einen Fehler gemacht hast und gut ist, so, ne, aber auch dieses Peinliche, was ich hier von Steuerung F mitbekommen habe, die hatten dann wohl einen Fehler gemacht und hatten dann in ihrer Story gemeint, da hatten sie es richtig gestellt und sie haben es so ganz verschachtelt unten mit einer schlechten Schrift geschrieben und selbst das war keine richtige Entschuldigung, sondern mehr so, also in kryptischen Buchstaben gefühlt so ein, okay, wir haben es richtig gestellt. Also es ist so peinlich. Und das für etwas, was öffentlich-rechtlich ist. Da müsste man doch meinen, die sind so von der Art her vielleicht professioneller, weil da mehrere Köpfe hinterstecken als so eine Einzelperson. So ein Lullatsch, der bei sich zu Hause sitzt und eh nichts einsieht. So, wisst ihr? Ah, ist halt echt wild. Regel 1, Jay hat immer recht. Regel 2, hat er mal Unrecht, tritt sofort Regel 1 in Kraft. Richtig, Cassie, du hast es verstanden. So ist richtig, mein Schatz. Und Menschen, die vielleicht nicht auf das Video stoßen, denken, okay, alles, was in dem Video gesagt wird, ist wahr. Müssen erst mehrere YouTuber oder am besten Rezo ein Video machen, wo alles aufgearbeitet wird und hinterfragt wird, damit es dann zu einem Statement kommt oder zu einer internen Prüfung, wo man... Offensichtlich ja, Sascha. Offensichtlich muss es erst so weit kommen, ja. Liebe Community, wir wollen uns bei euch nach Rezos erneuter Kritik melden. Okay, Rezo musste sich sogar zweimal melden. Wir nehmen die Kritik sehr ernst. Die hatten sich ja dazwischen schon mal gemeldet, muss man dazu sagen. Ja, sie nehmen die Kritik sehr ernst. Man sagt, okay, wir gucken mal, was hier schief läuft. Und warum scheint es so, dass die Funkformate wie Steuerung F, Y-Kollektiv überhaupt so fehleranfällig sind? Das Y-Kollektiv betitelt sich selbst als nicht immer neutral, aber dafür ehrlich. Als ehrlich und ungeschönt präsentiert sich auch Steuerung F. Ehrlich, ungeschönt, ihre Recherche ist die Geschichte. Wir von Steuerung F beleuchten die spannendsten Themen.
decken auf und informieren. Aber die Geschichte ersetzt nicht immer die Recherche. Man benötigt Faktenchecks, objektive Berichterstattung und im besten Fall ausgebildete Reporter, Journalisten, die sich eben nicht an den Boulevardtricks bedienen. Denn man sollte einfach im Kopf haben, hey, das sind die Öffentlich-Rechtlichen und nicht die Bild. Bereits mehrere Interviewpartner haben sich nach einer Reportage beschwert, dass sie falsch dargestellt wurden und ihre Sachen aus dem Kontext gerissen wurden. Eine konnte es nachweisen, indem sie mitgeschnittene Aufnahmen veröffentlichte. Die Reaktion der Journalistin: Wir reagieren wie auf den Mitschnitt, den Merk Saline vom Interview gemacht hat und den Vorwurf, wir würden die Unwahrheit behaupten. Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass eine solche heimliche Aufnahme in Deutschland strafbar ist. Es scheint so, als ob sie bewusst die Sympathie verspielen wollen. Zwar sagt... Ja, stimmt, das habe ich mir damals auch gedacht. Warum stürzt sie sich denn jetzt darauf? Meine Güte, ey. So unangenehm. Beispielsweise Steuerung F, dass man Dinge hinterfragen muss, von Rezo als ist, auch von... Das ist ein typischer Shuyuka-Classic, so nach dem Motto, ah, ich gehe nicht auf Inhalt ein, aber Abmahnung für Genji läuft. Komm her, Bruder. Ihnen. Am Ende bleibt, schaut weiter. Ich verstehe Shuyuka und die Frau von Y-Kollektiv. Die wären beste Freunde. Hundertprozentig. Die würde direkt aufgenommen werden in der Freundestruppe von Freirum Reda. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Bei allem, das, was das ihr auf passt. YouTube seht, kritisch hin. Bei uns. Das passt wie Montes Faust auf Shuyukas Auge, wenn er ihr die Hand reichen möchte, ja? Ja. Bei Rezo, aber auch bei More Nutrition, um die es ja eigentlich gehen sollte. Wenn man das aber tatsächlich tut, dann sehen sie ziemlich blöd aus. Wo sich auch die Frage stellt, inwiefern wollen sie denn, dass man das überhaupt hinterfragt? Und wo landen wir, wenn wir wirklich alles hinterfragen müssen? Verstehe mich nicht falsch. Ich bin wirklich Fan davon, dass wir Dinge hinterfragen und auch ich hinterfrage gerne und schaue nochmal gerne nach, okay, was ist denn da dran? Vor allem im Zeitalter von TikTok, wo Leute das wirklich als Quelle nutzen. Und rund ein Fünftel der Nutzer nutzen die Plattform als Nachrichtenquelle, finde ich es umso wichtiger, dass man den Leuten sagt, hey Leute, bitte hinterfragt das. Glaubt nicht immer alles und diese 10 Sekunden, die ihr auf TikTok seht, das ist nicht immer die Wahrheit, was ihr da seht. Ne? Quelle TikTok funktioniert nicht immer. Und laut einer Umfrage genießen die Öffentlich-Rechtlichen ein besonders hohes Vertrauen. Und auch ich bin der Meinung, dass, weil eben ein paar Formate Dinge falsch machen, muss man eben nicht alles unter Generalverdacht stellen und niemandem mehr glauben. Bei dem Online-Angebot ist es mehr als jeder Zweite, der den Öffentlich-Rechtlichen eine Glaubwürdigkeit beimisst. Umso gefährlicher ist es eben, wenn man bei einem besonders hohen Vertrauensstatus so schlampig arbeitet. Vielleicht ist das auch ein wenig die Konsequenz daraus, wo man denkt, naja gut, die Leute glauben das ja eh. Deswegen ist es dann in Ordnung, wenn wir vielleicht Menschen falsch darstellen, die Sachen vielleicht aus dem Kontext reißen und einfach sagen, ja, der wollte sich nicht dazu äußern. Die Formate von Funk werden in Frage gestellt. Ist das wirklich Journalismus oder handelt es sich um eine neue Form von Journalismus, der mit dem Klassischen nicht viel gemeinsam hat? Ja. Da muss man es halt auch klar kennzeichnen. Das ist halt das Ding, ne? Also die probieren immer irgendwie gefühlt differenziert zu wirken. Aber sind es dann wirklich? Das ist die Frage. Weil es wird alles, wie Sascha schon das richtig gemeint hat, sehr einseitig beleuchtet und das stößt den Leuten halt auf. Weil klar, wenn gerade diese öffentlich-rechtlichen Sachen, die halt von Geldern finanziert werden, die von den Menschen kommen, dann finde ich, sollten die Menschen auch einen Anspruch darauf haben, beide Seiten zu hören und nicht nur die Seiten von einer Gruppe. Das ist ja ganz klar, oder? Also, warum die Leute davon nicht so begeistert sind, ne? Dann in der Häufigkeit bei diesen Funkkanälen, dass dann immer über die eine Seite gesprochen wird, ne, die andere Seite wird nie angesprochen oder selten. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass es Leuten aufstößt, ne? Und wenn sie dann auch noch so grob falsch arbeiten, ist natürlich Todesstoß, logisch. Objektiv, zu einseitige Themenwahl, zu viele Wiederholungen, Themen, die nah an der Jugend sind, Drogen, Thema Geschlechtsverkehr, Thema Geschlecht, persönliche Themen und alles aufgearbeitet in einem modernen Stil. Im Vergleich zu klassischem Journalismus kommt es eben nicht so oft vor, dass, wenn die Formate in der Kritik stehen, sie einfach ein Statement-Video raushauen. Und das ist tatsächlich des Öfteren bei Kanälen von Funk vorgekommen. Also auch hier wird sich den YouTube-Standards angepasst. Ja. Es ist in Ordnung, wenn man ein Statement raushaut. Man muss nicht alles immer in einem angepinnten Kommentar machen. Aber dann soll man auch dabei bitte sachlich bleiben. Denn teilweise kommt es manchmal wie eine Stichelei rüber, wie manche Sachen rübergebracht werden. Das ist schon irgendwie ein bisschen drüber. Aber ist es mittlerweile zu nah, zu unprofessionell oder sogar kein Journalismus mehr? Denn bei den ganzen Fehlern der schlechten Recherche oder der einseitigen Berichterstattung geht der eigentliche Punkt verloren, nämlich das ursprüngliche Thema. Bleiben wir bei Rezo und Steuerung F.
Die Kritik galt More Nutrition. Menschen und deren Methoden, wie sie dafür werben. Ob das Ganze wirklich so förderlich ist für Menschen, die an einer Essstörung leiden. Alles Punkte, die legitim waren, die man sehr wohl hinterfragen konnte. Doch statt den Fokus auf eine saubere Arbeit zu legen, machten sie es sich zur Aufgabe, unbedingt erzählen zu müssen, dass Rezo eben keine Fragen beantwortet hat oder eben auch sich nicht von der Firma trennen wollte, trotz der ganzen Vorwürfe. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon wussten, dass es nicht stimmt. Aus diesen ganzen Videos. Verstehe nicht, warum er das damit reinnimmt. Also man kann doch nicht so dämlich sein. Also man kann doch nicht so dämlich sein und das vor allem mit Rezo machen. Warum sucht man sich Rezo aus? Da sucht man sich nicht einen Trottel wie ApoRed aus. Der kann sich eh nicht wehren, der ist geistig unbewaffnet, aber mit Rezo so eine Sache zu machen. Also, wie arrogant und dämlich musst du sein? Das ist unfassbar. Dieser Debatte, dieser riesigen Reichweite, bleibt nichts anderes übrig, als dass Steuerung F schlecht gearbeitet hat. Die Kritik, das eigentliche Thema gegenüber einer Firma, gegenüber Methoden etc. etc. geht verloren, weil man es sich unbedingt zur Aufgabe machen wollte, ein Feindbild zu schaffen. Denn warum setzt man so viel aufs Spiel und denkt dann, naja gut, da wird er schon nichts sagen. Und warum haut man dann noch ein Statement raus, wo man dann noch mehr Sachen anders darstellt, als sie ursprünglich waren? Wofür das Ganze? Vielleicht um das Thema krasser darzustellen, als es ist. Vielleicht haben sie keinen Durchblick. Vielleicht möchten sie aber auch einfach an einem Feindbild weiter festhalten und wir möchten keine verschiedenen Perspektiven. Bitte laber uns nicht rein, okay? Durch diese Methoden, durch diese Statements, die dann im Nachhinein kommen, denkt man nicht, hey, das sind ja professionell ausgebildete Journalisten, die wissen, was sie tun, sondern man denkt sich, was sind das für YouTube-Leaks, die nicht richtig recherchieren können. Und ich glaube, das ist auch das Problem an den Formaten, denn man möchte nah an den Zuschauern sein. Ich finde, man merkt das an der Handhabung, wie sie das machen. Es ist eben nicht wie das klassische Fernsehen. Und die jungen Leute befinden sich nun mal größtenteils auf YouTube, TikTok und Instagram. Und da versucht man eben durch spannende Themen, vielleicht reißerische Titel und einen spannenden Aufhänger, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, auch bei Funk. Die Ziele waren immer sehr hoch gesteckt und man musste sich übermäßig anstrengen, um die zu schaffen. Und es hat echt nicht wirklich Spaß gemacht, unter so viel Druck zu arbeiten. Eine Zeit lang kann es ja funktionieren, um zu motivieren, aber man hat halt einfach Angst, dass die dann deinen Kanal nicht weiter fortführen. Deshalb passt sich auch der Journalismus an. Nicht neutral, aber ehrlich. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das eigentlich ziemlich komisch. Das sind keine Meinungs-YouTuber, das sind keine normalen YouTuber, das sind ausgebildete Journalisten, die das studiert haben und die genau wissen, wie eine saubere Reportage abläuft. Natürlich kann man nicht immer Dinge objektiv darstellen, wenn es um persönliche Sachen geht, aber das heißt ja nicht, dass man Sachen komplett verdrehen muss. Das ist nicht die Konsequenz daraus. Nur weil man nah an den Zuschauern sein möchte. Das ist fatal für die Öffentlich-Rechtlichen, welche wieder mal in der Kritik stehen. Und das Problem ist eben, dass ich auch kein Fan bin von Verallgemeinern. Ich möchte mich aber nicht wieder hinstellen und sagen, naja gut, aber dafür haben die ja diese coolen Formate und so, weil es in diesem Punkt nicht mehr aufgeht. Das muss man einfach individuell betrachten und wenn es das erste Mal war, okay. Aber wenn man auch noch so ein Statement raushaut, wo man all diese Sachen da rausposaunt und so tut, als ob die wahr wären, dann geht das auch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass diese Fehler auch notgedrungen entstehen, weil es eben so eine Bandbreite an Kanälen gibt, die aber auch ihre Vorgaben haben, um bei Funk durchzuhalten. Aber der Journalismus darf nicht leiden, nur weil ein paar Kanäle entschieden haben, dass sie nicht neutral sein möchten. Also nicht immer. Es muss nicht alles immer reißerisch oder dramatisch sein, um ein gutes Video abzuliefern. Doch, leider schon heutzutage. Muss schon ein bisschen reißerisch sein, damit die Leute überhaupt draufklicken, ne? Damit es polarisiert, damit es ein bisschen spicy ist, ne? Also, die Kunden sind ein Stück weit daran schuld. Na, ich weiß gar nicht, ob die Leute auch immer daran interessiert sind. Das ist jetzt ein wilder Take natürlich, aber ich weiß gar nicht, ob die meisten Leute, ne, immer wirklich daran interessiert sind, ein wirklich sachlich aufgearbeitetes, differenziertes Video zu sehen. Oder ob sie einfach ein bisschen so in ihrer Meinung entweder bekräftigt werden wollen oder dass sie entweder sagen, okay, das ist die gegenteilige Meinung, das ist Bullshit, darüber rege ich mich jetzt auf und dann polarisiert das auch. Ne, also Hate haben wir letztlich erst gelernt, läuft sehr gut im Internet tatsächlich, ne? Polarisiert sehr schnell. Ich weiß natürlich nicht, ob das deren Intention ist, da auch mit Hate zu polarisieren. Das wäre natürlich dämlich, aber
Ja, also reißerisch läuft schon oftmals im Schnitt besser, ne? Und clickbaitiger natürlich, logisch, ne? Dass man überhaupt draufkommt, ne? Aber gut, ne? Kann man natürlich drüber reden, ob das gut ist oder nicht. Und gut wird es wahrscheinlich im Schnitt nicht sein, für den Menschen so viel Drama zu haben und zu wollen, logisch. Und das sollte auch nicht der Anspruch sein, nur weil es vielleicht am Ende nicht ganz genau so rauskommt, wie es sich möchten und sie dann einfach noch so ein bisschen daran drehen, damit es vielleicht doch cooler rüberkommt. Schön, dass du da bist. Das kann nicht der Anspruch sein. Dann kann es jetzt wieder gehen, wenn du sagst, ich das. Nein, und ich bin mir auch sicher, dass das nicht ist, was Funk will, sondern dass es am Ende immer die Formate natürlich auch selbst entscheiden. Aber was sind denn jetzt die Konsequenzen für Steuerung F und wie sollen sie es schaffen, ihre Glaubwürdigkeit zurückzubekommen? Oder eher, können sie es überhaupt noch schaffen? Zuallererst ist es natürlich schwierig, davon zu sprechen, dass ein ganzer Kanal dicht machen soll, weil hinter den verschiedenen Reportagen bzw. den Berichten eben verschiedene Personen stecken. Es sind nicht immer die gleichen und das kann man in der Beschreibung einsehen, wer daran mitgearbeitet hat. Problematisch ist aber, dass durch diese Vorkommnisse eben der ganze Kanal gebrandmarkt wurde. Hi, es gibt im nächsten oder übernächsten Video gibt's ein Update-Teil. Ah, kommt. Komm, dazu sage ich was, wie es zwischen mir und meiner Traumfrau Sascha läuft, ne? Die Story wird weitergehen, ne? Jada Baumeister, richtig. Und man quasi bei jedem Video noch hinterfragen muss, ist denn das Ganze richtig recherchiert worden und findet hier eine einseitige Berichterstattung statt? Und kann man dem Ganzen glauben? Viele Menschen haben nicht die Lust, jede Kleinigkeit zu überprüfen. Sie verlassen sich aufgrund der Vergangenheit beispielsweise darauf, dass sie eben sauber arbeiten und man dem Ganzen glauben kann. Ein wichtiger Schritt, den eben Funk schon getätigt hat, ist zu sagen, okay Leute, wir werden jetzt alles aufarbeiten, wir werden gucken, was da jetzt falsch gelaufen ist. Das haben sie auch schon einmal gebracht bei Offen und Ehrlich. Auch hier gab es Probleme, auch mit Rezo. Daraufhin wurde intern geprüft, okay, was ist hier schiefgelaufen. Auch dieser Kanal hat ein Statement veröffentlicht und konnte danach ganz normal weitermachen. Die Konsequenz daraus war aber tatsächlich, dass sie nicht mehr an die ursprünglichen Zahlen anknüpfen konnten, aber sie konnten weitermachen und haben immer noch regelmäßige Zuschauer. Das heißt, wenn man das Ganze ehrlich aufarbeitet und sich vielleicht auch entschuldigt, dann besteht die Möglichkeit, dass sie wieder zurückkommen. Hängt aber auch davon ab, wie sie es in Zukunft. Ich glaube, das wird jetzt darauf hinauslaufen. Ich meine, die hatten sich ja auch schon mit Parabelrittern in den Haaren. Machen würden, wie transparent sie sind, mit welchen Quellen sie arbeiten. Und gerade bei diesen Reportagen muss man einfach wirklich sauber arbeiten. So wie ich das auch aus dem Video rausgehört habe, steht immer noch ein Treffen mit Rezo an. Die einzige Möglichkeit in meinen Augen ist, sich alles einzugestehen, sich aufrichtig und ehrlich bei Rezo zu entschuldigen. Nicht nur bei Rezo, sondern auch bei der ganzen Zuschauerschaft, warum man es für nötig gehalten hat, Kleinigkeiten zu verdrehen und dadurch das ursprüngliche Thema in den Schatten zu stellen. Und vor allem sollte man meiner Meinung nach einfach aufhören, ein auf cooles, nahbares Format zu tun, was die Jugend erreichen möchte, sondern einfach klassischen Journalismus machen. Ihr könnt ehrlich sein, ihr könnt spannende Themen machen und so weiter und so fort. Aber macht es doch einfach sauber, denn dass ständig YouTuber eingreifen müssen, um auch... Johnny, mein Lieber, danke schön für die 5er Subbomb. Freut mich. Ehrenmann mit E. Oder mit Ä. Ich danke dir, Mann. Ach, Leute. Geil. Vielen Dank. Aufzuzeigen, okay, hier und hier ist was falsch gelaufen. Was soll das? Das kann es nicht sein. Aber was denkt ihr? Hat Steuerung F noch die Chance? Ich denke auch. Das kann so einfach nicht mehr weitergehen. Löscht dieses Format. Ne? Nennst du nicht Steuerung F, sondern irgendwas anderes, was ich löscht halt. Ne? Oh, ihr haut noch mehr hier raus. Ne? Der Outfit. Vielen Dank. Ihr da draußen, lasst mir doch mal eure Meinung da zu dem Thema. Ihr habt jetzt meine gehört. Ja, lasst eine positive Bewertung da und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao. Tschüss.